Bei dem letzten Video hat jemand kommentiert, dass ich die Reiswanne von Unge machen soll. Hoffentlich schmeckt das lecker ungespielt. Sonst komme ich da rum, sonst gibt's ein paar aufs Maul. Hoffentlich ist das lecker ungespielt. Sonst gibt's ein paar aufs Maul, dann komme ich dir aber dahin, mein Freund. Was? Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem neuen Video. Bei dem letzten Video hat jemand kommentiert, dass ich die Reiswanne von Unge machen soll. Der hat so eine Gewürzmischung oder so rausgebracht. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich mache das ein bisschen anders als Unge. Auf der Verpackung steht, dass man eine rote Paprika, zwei kleine Karotten, zwei Frühlingszwiebeln, ein Esslöffel Sonnenblumenöl, 150 Gramm Langkornreis, ein Esslöffel Sojasauce, 500 Milliliter Wasser, 100 Gramm Erbsen braucht. Ich zeige euch mal, was ich alles habe. Ich habe hier zwei Karotten, eine halbe Brokkoli, eine rote Paprika, einmal Sahne, dann habe ich noch Spitzenreis und dann habe ich noch junge Erbsen. Erstmal werde ich die Karotten schneiden. So, nachdem ich jetzt meine Karotten klein geschnitten habe, schneide ich jetzt den Brokkoli klein. Jetzt werde ich meine rote Paprika nehmen und die jetzt auch klein schneiden. Jetzt nehmen wir unsere Pfanne und tun da ein bisschen Öl rein. Und dann werden wir unser Gemüse reintun, für ungefähr 3 Minuten anbraten lassen. So, nach ungefähr 3 Minuten anbraten geben wir unser Reis hinzu. Das Wichtigste ist, dass der Reis nicht gekocht sein soll, sondern einfach roh. Unge gibt jetzt hierzu 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce hinzu, aber ich mag keine Sojasauce, deshalb gebe ich einfach Sahne zum Kochen hinzu. So, und dazu geben wir jetzt 500 Milliliter Wasser hinzu. So, nach circa 1 Minute geben wir dann die Gewürzmischung hinzu. Und jetzt müssen wir das für 15 Minuten kochen lassen. So, nach circa 15 Minuten anbraten, kommen dann die restlichen Zutaten hinzu. Ich habe hier noch Mais. So, das werde ich noch für 3 Minuten anbraten und dann sind wir schon fertig. So, Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Gericht. Ich zeige euch das mal. So sieht das fertige Ergebnis aus und wir probieren das jetzt. Hoffentlich ist es lecker umgespielt, sonst komme ich da rum dann. Hoffentlich schmeckt das lecker umgespielt. Sonst komme ich da rum, sonst gibt's ein paar aufs Maul. So kurz Melina geworden. Hoffentlich ist das lecker umgespielt. Sonst gibt's ein paar aufs Maul, dann komme ich dir aber dahin, mein Freund. Was? Das schmeckt mega geil. So Leute, das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert könnt ihr mich auch. Schreibt mir noch mehr Videoideen in die Kommentare. Dann würde ich sagen, ciao.